Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild Hearts. Wir haben ganz viele Nebenquests wieder offen und als erstes fangen wir an mit Der wahre Täter Teil 3. Ne, das ist ja, wurde ja ein Bewohner von Minato getötet. Ziemlich sicher von einem Kimono und da ist so ein sturer, blöder Bock, der behauptet, dass das die Kogyoko war. Oder irgendwie so, und jetzt müssen wir das Kimono töten gehen, von welchem wir davon ausgehen, dass es diesen Burschen erledigt hat. Na? Wenn ich mich nicht irre, trifft man dieses Kimono oft am Flussufer an. Am Flussufer, okay, lass erstmal hier wieder die Waffe ändern. Ich würde gerne hier die wunderbare Kralle mitnehmen. Okay. Hab ich hier noch was Neues? Ne. Brauche ich nicht. Ja, verbessern kann ich es ja nicht, oder? Ich will nur mal schnell gucken. Schlangenschwebe. Ich weiß nicht, woher ich diese Schlangenschwebe auch bekomme. Da könnte ich den Damage halt um 50 pushen. Und da würde der Damage so wieder runtergehen. Wir bekommen ein paar Fähigkeiten dazu. Hier wird dann der Damage wieder ein bisschen hochgehen. Also ich. Der Weg wäre halt auch noch geil, ne? Aber. Ja, das geht halt nicht. Ne? Das geht halt nicht. Das würde gehen. Der Damage auf 86. Ne, ich müsste hier nach drüben. Blaues Säulenerz. Frost? Ne, das ist Donnermarder. Okay. Da geht dann der Damage wieder runter. Perfekt. Naja. Habe ich hier einen Jagdturm in der Nähe? Habe ich nicht. Okay. Ah, ich habe maximales Heilwasser. Okay. Dann bau doch mal schnell einen Jagdturm auf. Und das Kimono wurde bereits gefunden. Sehr schön. Wo ist es denn? Ja, ich kann da nirgends hinreisen in die Nähe. Okay. Neuer Scheißproblem, hä? What the hell is your problem? Come on. So, das erste. Sag mal. Ist kaputt. Du musst schon treffen, du Trottel. Gar nicht habe ich getroffen. Mann, das ist so doof, wenn man die Dinger nicht anvisieren kann, die Kleinen. Das ist mit dem Bogen viel einfacher, die zu erledigen. Membran eines kleinen Kimono. Nochmal ein Membran eines kleinen Kimono. Okay. Dann können wir ja jetzt weitergehen. Das Ding lassen wir mal in Ruhe. Mich lässt es auch in Ruhe, das ist doch super. Und ich esse noch was. Ganz wichtig. Getrocknetes Fleisch. Nehme ich noch. Gewürft. Nee. Ja, hier. Und da noch Blattgemüse. Okay. Gut. Habe ich mich ordentlich pushen können. Wunderbar. Oh, guck mal, ein Drachenschlund. Kann ich da was machen? Den verbessern? Kann ich tatsächlich. Okay. Sehr nice. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Da vorne ist das Ding. Komm, lass mal die zuerst erledigen.
Kann ich auch meine Waffe ein bisschen aufladen? Sehr gut. Erlegen. Gewürfeltes Fleisch. Na komm. Noch ein bisschen, hopp. So, die Waffe ist aufgeladen, das ist gut. Der Frosch ist kaputt. Noch ein bisschen gewürfeltes Fleisch. Und dann können wir ja das gute Ding dort erledigen gehen. Come on. Was ist das denn? Ein Onyx-Stachel. Okay. Hoppala. Ja, ich hüte mich. Heilige Scheiße, okay. Also geht auf jeden Fall ab. Mach direkt mal eine Harpune an das Ding ran. Sehr gut. Ich muss mich festkrallen, hallo. Jawohl. Und ich wurde direkt getroffen. Ja, perfekt. Ist ja super. Was ist mit ihm los? Ey. Lass ich dich auch mal treffen hier. Hey. Schöner Treffer. Komm, hau ihm mal eins auf die Fresse hier. Dann halt nicht. Alter Schwede, du. Du gehst ja ordentlich ab, ha? So, lass ihn mal noch ein bisschen draufhauen. Ja, Mann. Ja, lass die Scheiße jetzt mal. Lass mich an dich rangehen, bitte. Jawohl. Mann, ey. Aber ich bin noch dran. Das ist das Wichtigste. Und wieder nicht. Ja. Und betäubt bin ich auch noch. Tsukumo ist zur Jagd zurück. Das ist ja schön. Dann helfen wir direkt mal ein bisschen aus, mein Freund. Okay. Sag mal. Danke für gar nichts. Noch ein bisschen Heilwasser schöpfen. Und jetzt hauen wir mal ein bisschen drauf hier, komm. Kann's ja wohl nicht sein. Ne, er haut nicht ab. Oder? Nee. Ja. Das ist halt schwierig zum Ausweichen, ne? Hallo? Kannst du heilen? Also manchmal nervt es, dass ich mehrere Male drücken muss, bis ich mich dann effektiv heilen kann. Und hat noch keine einzige Combo draufhauen, ne? So, komm jetzt. Perfekt. Ja, wow. Weil er sich rumgerollt hat, hat er mich erledigt. Danke für gar nichts, ne? Danke für gar nichts. Ja. Das ist ein mega unangenehmes Kimono. Das ist ein sein Scheißproblem, ey.
Was ist sein scheiß Problem? Ja, nimm mal das Zeug hier mit. Den ganzen Weg wieder dorthin laufen. Ist das unangenehm. Tja. Dann gehen wir halt nochmal. Dann gehen wir halt nochmal. Ach, je. Da habe ich mir ja wieder eine Quest eingebrockt, ha? Wie viele Sterne hat das Ding? Steht hier nicht, okay. Auf der Hauptkarte 5 Sterne. Und rot. Das heißt, das ist ein Motherfucker. Warum läuft denn der jetzt weg plötzlich? Hallo? Nicht weglaufen. Sammle 10 Kreaturen. Hab ich das fertig jetzt, oder was? Pack das mal hier hin. Ist der plötzlich da oben? Bin ich ja für nichts da nach unten gelaufen, da. Ja, gut. We go again, I guess. Ach du Scheiße, was kommt jetzt als erstes direkt? Okay. Hat Karakuri-Fäden zerstreut, ist ja super. Na komm. Lass mich doch einfach einmal festketten an dir, okay? Ja, da. Ja, perfekt. Aber ich bin dran, das ist das Wichtigste. Und ich habe getroffen, sehr gut. So muss es doch sein, Mann. Okay, ein drittes Mal schiebt es sich nicht am Boden rum, das ist gut. Ja, okay. Halt dich fest. Sehr gut. Er ist halt immer schön abwarten, bis er den Angriff fertig gemacht hat. Und ran. Ja, das ist halt nicht so ein krasser Hit, aber okay. Noch mal eine Harpune. Schöner Damage. Aber ich habe nicht viel draus machen können, ne? Perfekt. Geh mal ins Haus rein. Du kannst dich ein bisschen schützen. Okay. Was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Gut. Jetzt liegt am Boden ein bisschen. Jetzt kannst ein bisschen zuschlagen. Come on. Lass ihn nochmal einen Angriff durchführen, bis ich mich wieder dran hake. Perfekt. Da war doch mein Jagdturm kaputt. Bei Tsukumo ist ein Fehler aufgetreten. Jetzt dann gleich ein Fehler. Und geh nochmal ran da. Und nochmal. Sehr schön. Ah, fuck. Nein! Ach, wow. Ach, wie blöd ist es denn schon wieder jetzt? Also ich sag's, wenn ich draufgehe und ich muss von vorne anfangen, dann geht's einfach morgen weiter. Da kenne ich gar nichts. Da kenne ich gar nichts.
Wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann geht's aber morgen weiter. Ja, so ist es halt manchmal, ne? Kann ich hier hoch? Das geht wenigstens ein bisschen schneller hier. Okay. Was ist das da? Absolut keine Ahnung. Okay, er macht irgendwas. Keine Ahnung was. Aber ich bin dran. Come on. Wenn man nichts sieht, ist ein bisschen doof, ne? Aber ich habe getroffen und das ist das, was zählt. Sehr gut. Aha. Meine Güte, du. Ja, heilender Nebel vom Tsukumo. Danke dafür. Hab dich nochmal fest. Jetzt geh ran da. Aber den Finisher nicht gemacht. Ja, wow. Ach du Scheiße. Schönes Timing. Das musst du halt perfekt timen, ne? Wenn du da diesem Höllenrad ausweichen möchtest. Heil dich nochmal. Ja, wunderbar. Hat ganz viel gebracht, heilen. Sag mal. Bin ich betäubt oder was? Ich sehe nichts. Geh einfach mal weg da jetzt. Danke. Okay. Ja, super. Wirklich super. Mach nochmal eine Harpune, komm. Mega viel gebracht. Nee, 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 nee. Ach, come on, ey. Und ich bin tot. Ja. Perfekt. Jagd fehlgeschlagen. Ja, Jagd fehlgeschlagen, my ass. Dann machen wir es morgen nochmal, allerdings mit Hilfe. Da werde ich einfach Hilfe anfordern. Ist es halt bei Let's Plays, ne? Wenn ich mach das sicher nicht zweimal. War nicht wieder die gleiche Scheiße wie bei Amaterasu. Ja, wir machen's morgen nochmal. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.